Hey zusammen, hier ist mal wieder der fleißigste Musiknerd Deutschlands und heute immer noch nicht hundertprozentig gesund. Ihr habt es bestimmt gemerkt, ich hatte eine Woche YouTube-Pause, weil meine Tochter erkältet war und dann einen Tag später die ganze Familie erkältet war und ich mit meiner Frau um die Wette geröchelt habe. Jetzt habe ich mir allerdings gedacht, hey, die Stimme ist so halbwegs wieder da, es wird langsam besser. Ich muss mal eine Review machen. Und zwar zu dem neuen Track von Head PE, der da heißt Not Today. Und ich freue mich ja immer, wenn solche Oldschool, New Metal, Crossover Bands neuen Shit machen. So auch bei Head PE. Ich fand die Sandmine EP, die letzte, die jetzt da rauskam, ganz gut, muss ich sagen. Also es war kein Masterpiece. Es gab aber von diesen 5-6 Tracks 2, die ich doch echt ganz gut fand. Die so ein bisschen diesen Oldschool, New Metal, 2000er Vibe versprüht haben. Jetzt die Frage, was kann Not Today? Und ich muss euch leider sagen, der Track ist... Also ich hab... Das fängt leise an, dann gibt's so ein Adlib, der Beat kommt rein, beziehungsweise das ist ja dann schon die Hookline. Und ich bin geschockt, ich finde die Hookline richtig scheiße. Ich hätte es nicht gedacht. Das ist... Jarrett klingt scheiße in der Hook. Die Drums klingen einfach richtig schlecht. Ich kann euch in 3 Minuten bei mir im Schlafzimmer einen besseren Beat bauen, wie der Beat, den sie da haben. Es ist so ein Hip-Hop-mäßiger Track. Die erste Strophe singt Jarrett, die zweite dann irgendein Typ, der da gefeatured ist. Ich find's richtig kacke. Super enttäuschend, da klingt nichts richtig, da klingt nichts gut. Die Gitarren klingen, überhaupt die gesamte Produktion klingt einfach so schlecht und blechern. Und das vermittelt mir so das Gefühl, damals, als ich noch zu Hause gewohnt habe, da habe ich mit dem Windows Media Player so Musik-Compilations gebrannt. Und irgendwie war da auch so eine schlechte Bitrate oder Sample Rate, keine Ahnung, was da das Problem war, aber das hat auch so blechern geklungen und es war einfach schlechte Quali. Ich habe das Gefühl, das hier ist, also das klingt wie so ein YouTube-Rip. Wisst ihr, wenn ihr auf YouTube euch einfach das Audio von einem Video rippt und das dann euch anhört auf dem MP3-Player. So klingt das. Was denken die sich da dabei? Was ist da los? Hat Jarrett einfach zu viel gekifft und checkt er gar nichts mehr langsam? Ich weiß es nicht. Das einzig Positive, was man hier sagen kann, weil ich möchte ja nicht wirklich nur auf denen ihre Songs kacken, weil Head PE ist doch was. Ich mag die eigentlich schon sehr gerne. War immer eine von den Bands, die mir eine gute Zeit gegeben haben, mit denen ich immer Spaß hatte, die mich auch gerade damals in meiner Teenagerzeit dann begleitet haben. Gerade das Broke-Album. Dann um was Positives noch zu sagen, die erste Strophe, in der Jarrett so ein bisschen leichter singt und dann in das Gerappte reingeht, das finde ich ist ein guter Part, aber auch nur vocalmäßig. Der Rest ist kacke. Der Beat, was ist mit dem Beat, Leute? Ey, gebt euch doch mal ein kleines bisschen mehr Mühe. Das kann doch nicht sein, dass ihr... Ich meine, also ich verstehe es nicht. Es ist kein guter Track. Die Hook ist nicht gut, da bleibt nichts hängen. Es gibt keine geilen Rap-Passagen, wo man sagen würde, boah, ey... krasser Flow. Nee, gibt's auch nicht. Der Track hat nichts. Das ist einfach nur so dahingeschissen, habe ich das Gefühl. Das ist so ein Ding. Jarrett hat sich wahrscheinlich gut gefühlt beim Aufnehmen. Das ist so ein Vibe-Ding. Das verstehe ich schon, dass die da Bock drauf hatten. Das hat denen Spaß gemacht. Leider macht's mir keinen Spaß beim Zuhören. Ist, ja, ich hoffe wirklich, dass da auf dem Album, dass da kommen soll demnächst, Khalifas Worldwide soll das ja heißen, dass da nicht nur Käse drauf ist. Aber hey, schauen wir mal. Das dazu. Liken, abonnieren. Und eine Sache, die ich noch so am Rande für mich selber erwähnen muss. Klingt negativer, als es ist. Meine Band, Shoggoth, hat eine Home-Version vom Track Psychosis veröffentlicht. Wäre toll, wenn ihr da mal reinseppt. Ich verlinke euch das Ding hier mal unten. Also für jeden, der so ein bisschen auf härteren New Metal steht, der sollte da mal ein Ohr riskieren. Ist ein Song, der mir sehr am Herzen liegt. Geht thematisch um Depressionen, das Gefühl, in seinen eigenen Gedanken so gefangen zu sein und nicht raus zu können. Ja, ich werde auch nochmal ein anderes Video machen über die Bedeutung des Textes etwas mehr. Wenn ihr da Bock drauf habt, lasst es mich wissen. Ansonsten, wahrscheinlich wird es die nächste Woche eine neue Folge des New Metal Podcasts geben. Verlinke ich euch auch hier unten unsere Seite. Da könnt ihr mal reinschauen, was... Sönke und ich, zuerst jeder Esel nennt sich natürlich, ne, das darf man nicht machen, ich nenne mich nicht vor meinem sehr geehrten, sehr geschätzten Kollegen, Sönke und ich, so rum. Ja,
das dazu. Schaut da mal rein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Uiuiui, da hat die Stimme gerade nochmal gecrackt. Wir sehen uns und hören uns dann hoffentlich beim nächsten Mal hier oder im Nu Metal Podcast, wie ihr das möchtet. Liken, abonnieren nicht vergessen. Adios!